euch und hallo, da ist mal wieder der Fuchs vom Luital Barbecue. Was wir heute machen, wir machen heute mal ein Grühhändl und das will ich probieren in meinem Biefer drinnen. Und zwar hat der spezielle Sachen dabei, einen Drehspieß, und auf den werden wir das Hähnchen dann mal aufspießen und werden wir es dann in dem Biefer drin zubereiten. Wenn wir jetzt das dann alles machen, das zeige ich euch. Dazu brauchen wir eigentlich nicht viele Sachen. Brauchen da immer, da haben wir gelbe Rum, dann haben wir ein Wurzelgemäß, eine Zitrone brauchen wir, dann haben wir Brühe, Zwiebeln, ein wenig Kräuterbutter, Knoblauch, dann haben wir noch von Onkel Andy, von Oberpfalz Barbecue, das HSR, das probiere ich auch mal dazu. Und dann haben wir noch unser Händel und ein bisschen Olivenöl. Mehr braucht man nicht dazu. Ich richte jetzt das alles ein wenig her und dann sehen wir uns dann wieder am Biefer. Prost! So, dann sind wir wieder da. Die Karotten, die habe ich schon klar geschnitten. Die kommen wir jetzt unten in den Schalen rein. Ein bisschen Zwiebel mit einer, mein Messer. Nicht alles grob ein wenig. Passt mir so. Auseinander da. Dann nehmen wir unser Würzeltest mit rein. Wenn wir nicht alles brauchen, weil das ist nicht ein grünes Pferndl. Sellerie, Lauch, noch ein bisschen Öl rein. Dann werden wir das dann im Biefer unten reinschalten. Das ist da schon mal ein Walliner. So, dann kommen wir noch zu unserem Händel. Das tun wir jetzt einmal ein wenig würzen. Nehmen wir jetzt mal ein normales Händelgewürz. Irgendwas drauf da. Da oben will mehr, da unten will weniger. Hinten drehen wir auch was rein. Und da nehmen wir dann noch das Gewürz von Onkel Andy von Oberpfalz Barbecue und würzen wir das noch ein bisschen nach. So, dann nehmen wir das da noch. Ich weiß schon, was dran ist. So. Dann habe ich jetzt da noch einen Zwiebel da. Die Zwiebel nehmen wir hinten mit rein. Und dann habe ich meine Zitrone noch. Nehmen wir uns auch ein Stückchen. Mit einer. Und binde jetzt da nochmal die Flügel und Fessel noch ein wenig zusammen und dann richte ich es am Spieß auf
und dann seid ihr dann wieder dabei. Also, bis dann. So, ich habe jetzt das Händel ein wenig zusammengehängt, dass die Fliege und Frist nicht mehr auseinander können. Und dann ein wenig reinstecken. So. Jetzt schauen wir, dass wir das am Spießrohr bringen. Schön boxen, weil in meinem Biefer drin, da habe ich nicht allzu viel Platz, dass das Milch jetzt angeht. Ich hoffe, dass es überhaupt geht. Ich habe das noch nicht drin gemacht und darum will ich das Händler mal ausprobieren. Ja. Schauen wir mal, dass wir es reinbringen. Ja, passt schon rein. Sehen könnt ihr, das dreht sich schon drin. Wir können jetzt einmal aufwärmen. So, schaut rein. Und das lassen wir jetzt einmal so eineinhalb, zwei Stunden, wenn wir das drin lassen. Geil? Wir kommen jetzt ans Ende mit meinem Video. Das Gockerl wird jetzt schon langsam fertig. Ich glaube, so mit dem seid ihr mal an. Schauen wir uns einmal an. Dazu gibt es heute dann noch Mehl und einen Salat und Gurten. Dann werden wir es nochmal schnell essen. So, schaut es einmal an. Schaut recht super gut aus, meine. Und das werden wir uns jetzt dann schmecken. Gell. Da möchte ich nur Dankeschön sagen fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen in die Höhe. Wenn nicht, euch. Und vielleicht lasst es mir ein Abo da, war schön. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag. Habertiere, euer Louis Toy Barbecue. Prost!